Herzlich willkommen. Es geht heute wieder um die Stoa. Es gibt ja schon ein paar andere Videos, vor allem das einführende Video, auch Seneca, Cicero und so weiter. Also bitte gerne nachsehen, wer sich noch über die Vorgeschichte informieren möchte. Denn heute geht es ganz speziell und spezifisch um Epiktet. Epiktet wurde 50 nach Christus geboren ungefähr und ist 138 nach Christus gestorben. Obwohl es das einführende Video gibt, nur ganz kurz ein paar Eckdaten nochmal zur Erinnerung zur Stoa. Also wo befinden wir uns, wenn wir über Epiktet sprechen? Epiktet gehört zur späten Stoa. Das heißt, das ist die Stoa der römischen Kaiserzeit. Beginnt eben mit Augustus und endet im 3. Jahrhundert nach Christus. Wie gesagt, sehr bekannt natürlich auch Seneca und Marc Aurel als deren Vertreter. Es wird auch bald ein Video zu Marc Aurel geben. Die späte Stoa, das heißt, dass sehr viel von der alten Stoa, also von der ersten, übernommen wurde. Und das heißt auch, dass diese späte Stoa weniger kreativ ist. Vielmehr geht es darum, die Lebensweisheiten zu verbreiten und vor allem schriftliche, aber eben auch mündlich, in der mündlichen Lehre, vor allem die Lehre, die praktischen Lebensweisheiten zu unterrichten. Also wirklich auch, wie man es in die Praxis übersetzen kann. Erspannend in dieser Zeit und vor allem bei Epiktet, wir werden es gleich sehen, ist die Parallelität des Christentums und auch des Neuen Testaments. Also es gibt hier einige Überschneidungen und natürlich auch viele Differenzen. Jedenfalls kann diese späte Stoa als eine Lebenshilfeliteratur verstanden werden. Schauen wir uns Epiktet etwas genauer an. Bei Epiktet ist es so, dass wir relativ wenig über sein Leben wissen. Jedenfalls wird er in Hierapolis geboren, in Phrygien. Das ist das heutige Pamukkale, kennen wahrscheinlich ein paar in der Türkei. Damals auch schon Sitz einer christlichen Gemeinde. Also hier ist es eindeutig auch zu Überschneidungen gekommen. Er war, das wissen die meisten, er war Sklave. Es ist nicht ganz klar, wurde er schon als Sklave geboren oder wurde er erst später Sklave. Eher wurde er wohl als ein solcher geboren. Jedenfalls auch hier auf der Abbildung sichtbar hatte er ein lahmes Bein. Auch das ist nicht ganz klar, wie das entstand. Eventuell eben wurde es ihm von einem Herrn gebrochen. Auch hier gibt es eine Anekdote darüber. Aber wie gesagt, das ist keine gesicherte Datenlage, die es hier gibt. Epiktet übersetzt heißt der Hinzuerworbene. Er geht nach Rom und wird dort Schüler des Stoikers Gaius Musonius Rufus. Wir haben das ja schon bei den anderen stoischen Videos, also über die Stoe gesehen. Man wird jeweils unterrichtet von jenen, die schon einen gewissen Bekanntheitsgrad haben und das eben meist in dieser Zeit, zumindest in Rom. Der war ziemlich bekannt, also Musonius Rufus war ein sehr bekannter Stoiker, wird heute in der Literatur allerdings oft vergessen. Es kommt dann um 90 zu dem berühmten Dekret des Kaisers Domitian, der die Philosophen aus Italien verbannt. Und auch Epiktet muss also Rom und verlassen und er geht nach in die Region Epirus. Das ist übrigens in Griechenland die ganz konkret die Stadt, die man hier auf dem Bild sieht, Nikopolis. Und dort gründet er eine ganz berühmte Schule, wo eben dann auch die Lehre von Epiktet gelehrt wird. Und er wird auch er, wie so viele andere, von denen wir schon vorher gehört haben, wird hoch verehrt, sowohl als Person, aber eben auch als Lehrer, also auch seine Lehren. Was bei ihm noch besonders bewundernswert wohl offensichtlich war für Schüler, war seine kynisch-asketische Lebensführung. Man sagt, dass sein Besitz hat sich auf das Folgende erstreckt, nämlich eine Öllampe, dann ein Strohsack im Grunde als Kissen, eine Decke und eine Bank. Und das soll alles gewesen sein. Epiktets Vorbild, und wie gesagt, im Einführungsvideo ist das auch, habe ich versucht, das auch darzulegen, ist tatsächlich Sokrates.
Und es gibt eben diese Linie von Sokrates zur Stoa. Und auch bei Epiktet kommt das ganz prominent vor, also er verweist immer wieder auf Sokrates. Und ähnlich wie Sokrates hat er auch nichts aufgeschrieben, eben nur mündlich gelehrt. Erst seine Schüler haben es aufgeschrieben, doch wohl recht getreu seiner Lehre. Vor allem Arrianus ist derjenige, auf den man hier zurückgreift. Interessant vielleicht auch, dass er eben entsprechend ja, seiner Grundhaltung und Einstellung nicht in der griechischen Hochsprache unterrichtet hat, sondern in der Koine. Und das war eben eine umgangssprachliche, Gemeingriechisch. Und in dieser Sprache hat er auch gelehrt. Sein Stil, und auch wenn man es liest, wird das gleich auffallen, ist relativ schlicht, anspruchslos, aber dafür sehr eindringlich. Es handelt sich ja wirklich um Anleitungen, um Lebensanleitungen. Also wirklich der Versuch, den Menschen im Grunde ins Gewissen zu reden. Was ist hier sehr bekannt oder was liest man meist? Also das sind diese zwei Dinge. Das eine Diatribae, das heißt auf Lateinisch Dissertationes oder im Englischen eben auch übersetzt als Discourse. Und dann dieses berühmte Handbüchlein der Moral, Encheiridion, das ist zumindest, was die meisten in die Hände kriegen von Epiktet und auch lesen. Und das ist auch relativ gut lesbar. Es geht natürlich wieder um Sentenzen, also so wie wir es von der Stoa eben kennen, um Lehrsätze. Vielleicht eben kurz zu diesem Zusammenhang zu Kirche und Neuem Testament. Also das ist auch ganz interessant, denn die Kirche hat auch dazu beigetragen, dass eben dieses Handbüchlein der Moral relativ gut überliefert ist, da sie eben auch die Moral, die dort drinnen vertreten wird, also in der christlichen Spätantike für unterstützenswert halten. Und damit haben sie selbst auch zur Verbreitung beigetragen. Wenn man es liest, fällt einem auch tatsächlich auf, dass es sich manchmal anhört wie eine Predigt oder wie gesagt, es sind nur mal Lehrsätze. Allerdings, was nicht so bekannt ist, und da gab es Vermutungen und auch einen alten Streit darum, ob nun Epiktet das Neue Testament gekannt hat oder nicht, das ist relativ umstritten, eher nicht. Jedenfalls gibt es auch Arbeiten darüber, dass Epiktet auf keinen Fall Christ war, da eben einige Überzeugungen mit dem christlichen Glauben nicht vereinbar sind, wie eben zum Beispiel der Politismus, aber auch die relativ lockere Haltung dem Selbstmord gegenüber und generell die Parallelsetzung oder des Menschen mit Gott oder zumindest eben dieser Vergöttlichung des Menschen im Sinne von Stolz und Allmacht. Also das alles würde dagegen sprechen, dass man jetzt von Epiktet wirklich als einem sehr christlich beeinflussten Denker sprechen könnte. Aber jedenfalls treffen sich die Inhalte stellenweise. Schauen wir uns also die Inhalte und seine Lehre etwas genauer an. Ich habe schon gesagt, es ist die späte Stoa. Und Epiktet haltet sich auch relativ genau, also zumindest das, was eben vorhanden ist, an die alte Stoa, an Zenon und an Chrysipp. Also was bei ihm auffällt bei Epiktet, ist vor allem, dass er sich vor allem auf die Ethik konzentriert. Die Logik zieht er zwar heran, aber im Grunde nur als Unterstützung. Also wenn man auf der Suche nach den guten und logisch durchdachten Argumenten für eine gewisse ethische Grundhaltung ist. Sein Hauptthema, das kann man glaube ich durchaus so sagen, ist die Freiheit. Und das hat natürlich sehr viel mit seiner Biografie zu tun. Also er ist nun mal Sklave, war lange sozusagen im Außen nicht frei. Und das, was ihm übrig blieb nun, ist, sich aufs Innen zu konzentrieren. Und es ist tatsächlich so, dass eben die Worte frei und Freiheit 130 Mal in seinen Schriften vorkommen. Eben zum Vergleich, zum Beispiel bei Marc Aurel, nur zweimal. Kommen wir zum Fundament seiner Lehre. Das ist eine Zweiteilung, die ist sehr prägnant. Generell ist es recht dichotom, dieses Denken. Also erstens gibt es für Epiktet Dinge, die in der Macht des Menschen stehen. Und zweitens gibt es jene Dinge, die nicht in der Macht des Menschen stehen. Schauen wir uns mal an, welche Dinge er hier meint. Also in diese erste Kategorie der Dinge, die in der Macht des Menschen stehen, das sind die Vorstellungen, die Triebe, die Begierden
und die Abneigungen. Warum steht das in unserer Macht? Weil es sich hier einfach um unsere Innerlichkeit handelt und sozusagen das eigene Innen kann man beeinflussen. Darauf kann man auch sozusagen in einem guten Sinne Druck ausüben. Zu dieser zweiten Kategorie nun, die Dinge, über die wir keine Macht haben. Hier gehört alles, was mit Besitz zu tun hat, aber auch mit dem Körper, über den wir so nicht verfügen, also zum Beispiel Gesundheit oder Tod, ja, und Krankheit, aber auch Ansehen, Ruhm, Ehre und so weiter, denn das ist ja abhängig von den anderen. Und nach Epiktet sollen wir uns nie von etwas abhängig machen, das im Grunde in der Macht der anderen liegt. Also wir sollen uns tatsächlich nur um das kümmern, das in unserer eigenen Macht liegt und damit nur uns selbst betrifft. Diese zweite Kategorie, ich habe das auch in dem einleitenden Video zur Stoa, das werden eben die Adiaphora genannt, das sind die Dinge, die sittlich gleichgültig sind, also darum sollen wir uns denen auch überhaupt nicht widmen. Schauen wir uns hier mal ein Zitat von Epiktet an. Wenn du aber Krankheit, Tod oder Armut zu entgehen suchst, wirst du unglücklich sein. Das Begehren aber gibt vorläufig ganz auf. Also man sieht hier, Krankheit, Tod und Armut, das sind für Epiktet einfach Schicksalsschläge, die sind sowieso gegeben. Die Stoa glaubt ja an diesen harmonischen Kosmos, der unverrückbar ist. Also es wäre völlig daneben, sozusagen sich um das zu kümmern, denn es passiert ohnehin. Das gilt im Übrigen auch für ein Orakel, das einem nämlich nur diese Äußerlichkeiten weissagen kann. Das kann man ohnehin nur hinnehmen, aber nicht beeinflussen. Und das Begehren, das sollte man überhaupt aufgeben, denn meist richtet es sich eben auf etwas, das man nicht in der Hand hat oder auf das man keine Macht ausüben kann. Und damit ist es im Grunde sinnfrei. Ein weiteres Zitat, nicht die Dinge selbst beunruhigen die Menschen, sondern ihre Meinungen und Urteile über die Dinge. Das ist auch ein ganz berühmtes Zitat und das zeigt nochmal auf, dass eben Epiktet davon überzeugt war, dass wir nur unsere Meinung, unsere innere Haltung und unsere Einstellung zu den Dingen ändern können, aber nicht die Dinge an sich. Und wir müssen uns im Grunde dessen bewusst werden, dass die meisten Dinge, die also geschehen, mit unserer Meinung und unserem Urteil zu tun haben. Und wie gesagt, über alles andere sollten wir uns im Grunde auch gar keine Gedanken machen. Gehen wir etwas weiter zum Inhalt und zur Lehre. Das bedeutet eben nun schlussendlich für Epiktet, dass nur derjenige frei ist, der sich eben um sein Inneres ausschließlich kümmert. Denn das ist das, worüber er auch frei verfügen kann. Dabei gibt es eben nun einiges zu beachten. Also damit ist klar, was das Telos oder das Ziel von Epiktet ist, oder wir könnten sagen, der Auftrag, den er für den Menschen sieht, ist, dass er sich selbst erzieht und natürlich zunächst einmal selbst gut beobachtet. Er muss sich erkennen und dann im Grunde an sich arbeiten. Und hier ist besonders prägnant, dass das Wollen und der Wille spielt für Epiktet eine große Rolle. Denn im Grunde ist das Ziel, dass wir das wollen, was auch tatsächlich in unserer Macht liegt, also auch was möglich ist, also soll auf das Tatsächliche gerichtet werden und eben nicht wie im Sinne des Begehrens auf etwas gerichtet werden, das sich ohnehin nicht erfüllen kann. Und das ist ganz interessant, denn später bei Schopenhauer werden wir sehen, nicht, dass der sagt, die Frage stellt, ob wir wollen können, was wir wollen, oder ob wir eben unseren Willen in der Hinsicht beeinflussen können überhaupt. Und er wird das eher negieren. Bei der Stoa ist das eigentlich das zentrale Scharnier, dass man auch am eigenen Willen arbeitet. Epiktet ist im Übrigen tief religiös. Das heißt also, dass das erfordert, dass man mit sich selbst eins wird, und wenn man das wird, also wenn man im Grunde begriffen hat, wozu man hier ist und was der eigene Zweck ist, dann ist man auch eins mit dem göttlichen Logos. Er vergleicht das auch mit Schauspielern, also jeder hat im Grunde im Leben seine Rolle zu spielen und die möglichst gut. Und das ist eben das Ziel. Das heißt, es ist schon sehr spannend und interessant, wenn heute, wo wir glauben und so viel auf individuelle Freiheit und Gestaltungsfreiheit des Lebens auch Wert legen und setzen, dass die Stoa so sehr wieder auflebt. Dieses
deterministische Prinzip wird oft bei einer heutigen Rezeption vergessen, muss man sagen. Also die Menschen sollen sich in die göttlichen Willen widerstandslos ergeben, denn der will ja nur das Beste. Also der Kosmos ist harmonisch geordnet und sortiert, also kann immer nur das Beste herauskommen. Wichtig ist Epiktet vor allem, und hier wieder ein Rückgriff auf Sokrates, dass die Erkenntnis und das Handeln zum Einklang gebracht werden muss, also übereinstimmen muss. Das heißt, was am meisten gehasst hat, könnte man schon sagen, Menschen, die etwas behauptet haben oder Sprüche geklopft haben oder philosophische Weisheiten von sich gegeben haben, aber deren Lebenspraxis dem überhaupt nicht entsprochen hat. Er hat tatsächlich versucht, sehr streng das alles zu leben, war bei ihm auch etwas einfacher, sage ich mal so, als jetzt bei Seneca zum Beispiel, der sehr reich war und sehr mächtig, dem man dann immer angekreidet hat, ob er wirklich stoisch lebt. Epiktet natürlich im Sinne sozusagen seines reduzierten Lebens und Seins hat das etwas leichter auch nach außen vollziehen können oder darstellen und abbilden. Ein Zitat: Deine Aufgabe ist es nur, die dir von Gott zugeteilte Rolle gut zu spielen, sie auszuwählen, steht einem anderen zu, also eben jenem Gott. Auch wieder sehr interessant, wenn heute zu viele Menschen auf die Stoa und zum Beispiel auch Epiktet zitieren, nicht? Auch das, wie gesagt, ist ein Teil davon, muss man mitbedenken. Zudem ist die Stoa natürlich auch auf die Gemeinschaft ausgerichtet, also zumindest die Rolle, die jeder Einzelne spielen soll in der Gemeinschaft. Es hat ja jeder seine Pflichten, er ist ja auch zu etwas Bestimmten hier, und damit dazu gehören auch die Bürgerpflichten. Und zu den Bürgerpflichten zählen für Epiktet auch die Ehe und auch die Kindererzeugung. Übrigens, Geschlechtsverkehr vor der Ehe darf es nicht geben und soll es nicht geben, das ist verwerflich. Und auch dazu zu den Bürgerpflichten gehört die Übernahme öffentlicher Ämter. Was passiert nach dem Tod? Auch das immer spannend, weil es hier in der Antike immer sehr unterschiedliche Ansätze gibt. Bei Epiktet löst sich nach dem Tod das Einzelwesen auf, damit ein anderes an seine Stelle treten kann. Also hier kommt es nicht zu einer Art von Wiedergeburt oder Seelenwanderung wie bei Platon und so weiter. Und die Seele geht dann im All auf und kehrt eben heim zu Gott. Zum Schicksal noch ein Zitat von ihm: Sag nie von einer Sache, ich habe sie verloren, sondern ich habe sie zurückgegeben. Das ist auch ein ganz wichtiges, zentrales Zitat von ihm, denn er bezieht das schließlich auch auf den Verlust von Menschen. Also im Grunde besitzen wir nichts außer uns selbst. Das heißt, egal was wir verlieren, wir müssen eigentlich darüber überhaupt nicht trauern, denn es hat uns nie gehört. Es ist einfach zurückgegangen, genauso wie ein Mensch, den wir verlieren, einfach zurückgeht. Auch der kann einem nicht gehören, selbst wenn es die Kinder sind. Epiktet war schon relativ streng, muss man sagen. Und vor allem, wenn man sein Handbüchlein der Moral liest, immer wieder gibt es Anweisungen, was ein zu viel, was ein zu wenig ist, wie soll man sich in der Gesellschaft verhalten. Dazu gehört auch das Lachen zum Beispiel, über das er aussagt: Lache nicht viel, nicht über vieles und nicht hemmungslos. Also es hat sehr viel auch mit einer gewissen Etikette zu tun, auch wie viel man isst, wenn man eingeladen wird als Gast und so weiter. Also das kann man alles lesen, wenn man ins Handbüchlein der Moral schaut. Und ziemlich stinkig war er vor allem, wenn es darum ging, dass er seine Lehre zwar lehren konnte, aber dass er das Gefühl hatte, aus den allen diesen Schülern werden nun mal keine Stoiker. Er hat einmal gesagt: Zeigt mir einen Stoiker, wenn ihr einen kennt. Wo oder wie wollt ihr mir einen zeigen? Aber solche, die stoische Sätzchen herbeten können, davon könnt ihr mir unzählige zeigen. Wäre vielleicht auch auf heute bezogen eine spannende Kritik, wenn wir uns ansehen, wie bekannt die stoischen Zitate mittlerweile wieder geworden sind, wer sie alle gern zitiert, und uns dann aber vielleicht auch genauer ansehen, ob diese Lehrsätze auch wirklich gelebt werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Es wird, wie gesagt, auch ein Video zu Marc Aurel geben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.